So, herzlich willkommen zu meinem ersten Video-Tutorial übers Cracking und Brute-Forcen. Ich werde euch jetzt als allererstes mal zeigen, wie ihr an sogenannte Combo-Listen herankommen werdet. Die sind auf jeden Fall sehr, sehr, sehr wichtig. Und ja, ich fange dann jetzt mal an. Also, ihr benötigt das Programm Staff. Ich zeige euch das mal gerade, wie das funktioniert. Also zuerst installiert ihr das. Ich werde die Datei dann in dem Thread hochladen. So, wir haben jetzt hier sogenannte vorgefertigte Listen schon hier drin. Das sind jetzt einfach Porno-Richtungen von wo dann gezielte Logins gecrypt werden, und ich nehme eigentlich immer Take Anything und füge dann selber ein paar Keywords ein, zum Beispiel dann könnte es eigentlich theoretisch schon losgehen. Ihr klickt dann einfach auf den Tab Leech Sites hier und drückt einfach mal easy auf Start Leeching. Ja, und dann geht's schon los, da müsst ihr einfach mal kurz warten. So, wie ihr seht, haben wir jetzt schon zu diversen Seiten die Logins gefunden, und hier ist auch dann das Combo, sprich User-Doppelpunkt-Passwort hier zu sehen. Das wäre in dem Fall hier bigly1.5067 User, und das Passwort ist ja klar. Und ja, diese Listen sind auf jeden Fall notwendig, um später eine Brute-Force-Attacke auszuführen, beziehungsweise Massen-Cracking-Anfragen oder Massen-Brute-Force-Anfragen dann zu starten. Ich zeige euch jetzt noch gerade, wie man dann die Kombos richtig abspeichert. Dann klickt ihr dann zunächst, wenn ihr genug Items gesammelt habt, unten zu sehen hier. Im Moment habe ich jetzt 820. Im Moment habe ich jetzt, wie gesagt, 820, und ja, man kann immer gut loslegen, wenn man bei ungefähr 300.000 ist. Also da geht es dann richtig ab. So, ich drücke dann jetzt mal auf Stopp, weil das Video soll jetzt nicht 3 Stunden lang gehen. Ihr drückt dann jetzt einfach Rechtsklick, Export All, Unique User Double Long Password, Pairs Only. Speichert das dann auf eurem Desktop zum Beispiel, wie ich jetzt hier, als TXT. Hier haben wir jetzt die Kombos, schön untereinander. So, dann kommen wir zum nächsten Schritt. Und zwar brauchen wir als allererstes diesen Registrator hier. Den werde ich auch natürlich hochladen, um die ganzen OCX-Dateien zu registrieren. So, das könnt ihr wieder schließen. Jetzt, wenn ich alles richtig gemacht habe, sollte ich jetzt schon Apex, das eigentliche Cracking-Programm, öffnen können. Jetzt auch erstmal das erste Mal, dass ich es ausführe, seit ich formatiert hatte. Ich stelle euch noch gerade einen anderen Combo-Leecher vor. Der nennt sich Athena 2, ist aber nicht ganz so effektiv wie Staff. Werde ich euch auch noch mit hochladen. Beziehungsweise ist, glaube ich, schon gepostet von mir. Ich gucke dann einfach mal später. Einfach nur auf Start drücken und dann halt auch wieder abspeichern. Gibt es eigentlich nicht viel zu erklären. Das solltet ihr eigentlich alleine schaffen. Was wir jetzt brauchen, sind Proxy-Listen. Da habe ich hier ein nettes Tool von dem Desk gecodet bekommen. Dann nennt sich einfach nur Proxy Grabber und zieht halt ein paar Proxys von der Seite, die nennt sich proxy-listen.de rein. Da muss man das nicht alles manuell machen, dauert ein bisschen. Dann habe ich hier eine schöne Liste. Kopiere mir die Liste der Proxys in der TXT, speichere die ab.
Also, ihr habt jetzt Apex offen und ladet eure Combo-Liste ein. So, wir haben jetzt hier 3294 Kombos. Proxy-List wird auch eingeladen. Ihr drückt am besten auf Enable, damit valide Proxys hier drüben sind und die können wir dann drüber, später drüber schicken, damit die ganzen Invaliden nicht nochmal durchgenommen werden. In diesem Database-Cracking-Format, Usable- und Passwort-Format bitte anklicken. Das ist eine Option, müsst ihr aber nicht machen. Backwards, Password-Cracking as is. Jo. So, jetzt kommen wir zu den Site-Settings. Also ins Apex sind folgende Seiten schon mit drin. Hätten wir zum Beispiel RapidShell, MegaUpload, NetLoad, DivisiveFiles, Uploaded.io, Hotfile, Badongo, Cam4, EMLive, FileFactory, MediaFire, MyFreeCam, Storage.io, PhotoBucket, Facebook, Steam.com, UL.com, EliteBVPS und Minecraft. EliteBVPS und Minecraft, da gehen die Credits an Stakes Acapatrino, der hat die Logins dafür gemacht, werde ich auch noch ein Tutorial machen, wie man eigene Logins erstellt für andere Seiten. Also man könnte zum Beispiel auch Karnas-Accounts einfach brute forcen. Ob das jetzt effizient ist, ist jetzt eine andere Frage, weil weil die Wahrscheinlichkeit nicht sehr hoch sein wird, wie bei Steam zum Beispiel oder RapidShare oder MegaUpload. Steam ging mal vor einem Jahr ziemlich gut und da konnte man dann am Tag ungefähr um die 200 Steam-Accounts, wenn man schön gut dabei war, konnte man rausholen. Das geht im Moment leider nicht mehr, wäre aber wieder möglich. Ich besitze auch den Source zu Apex. Da kann ich dann gleich noch eine Suchanfrage stellen. Wenn jemand von euch VB6 coden kann und einen Captcha-Bypass machen könnte für Steam, wäre es wieder möglich, Steam-Accounts zu bootforcen. Das geht leider nicht, da nach, glaube ich, zwei falschen Passworteingaben ein Captcha kommt und der Proxy dann geblacklistet wird und ja, dann kann man die leider nicht mehr bootforcen. So, wir wählen jetzt mal als Test Mega-Upload aus. Habe ich ja eingeladen. So. Dann müssen wir eigentlich nur noch auf Start drücken und dann geht's eigentlich schon los. Wie ihr unten sehen werdet. Die validen Proxys werden ja, wie schon eben genannt, hier rechts in die Spalte getan. So, jetzt geht's wieder neu los, also schicken wir die mal rüber, damit nur noch die validen drin sind. Und ihr müsst jetzt eigentlich nicht mehr viel machen, außer warten, bis er dann natürlich die ganzen Kombos durchgemacht hat und wie ihr seht, haben wir jetzt schon einen User gecrackt, das wird wahrscheinlich ein normaler Account sein, aber ich vergaß, dass ja die gecrackten Accounts direkt im Ordner gespeichert werden unter Mega-Upload Cracked, also Andrea Passwort, so probieren wir das einfach mal aus, als kleiner Proof dafür, dass es auch funktioniert. Zack, sind wir eingeloggt. Willkommen, Andrea. Und ja, hier letzter Login United Kingdom. Kontotyp reguläre Mitgliedschaft. So, also das war's jetzt erstmal von mir. Viele haben sich das wahrscheinlich komplizierter vorgestellt. Wenn Fragen sind, einfach im Thread fragen und ich werde die ganzen Tools damit noch uploaden. Natürlich alle clean. Ja, ich wünsche euch viel Spaß und ich würde mich über euer Feedback freuen und dann werden auch noch weitere Tutorials in Zukunft folgen. Euer Invisible.